Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 2070. Wir haben in der letzten Aufnahme die Mission 2 von Kapitel 2 geschafft. Wir haben Father den Antivirus versucht zu initiieren, aber er ist noch in letzter Sekunde geflüchtet. Und jetzt werden wir die nächste Mission machen. Die Eden Initiative kann eine solche Entwicklung nicht tatenlos hinnehmen. Ich kann doch davon ausgehen, dass Sie für diesen Auftrag sofort einsatzbereit sind. Erstaunlich, dass Sie als Nichtwissenschaftler so signifikant wichtig für SIAT geworden sind. Ja, und ich habe die Jobbeschreibung schon in der letzten Aufnahme nochmal vorgelesen, aber ich werde sie jetzt trotzdem noch einmal vorlesen. Der Computervirus aus der Virago hat Father's Systeme infiziert. Die Super-KI hat Core lahmgelegt und ist dann untergetaucht. Ohne Energie und von Unfällen gebeutelt, ist die Stadt kaum handlungsfähig. Professor Divi hat die Vertreter von Global Trust und Eden Initiative an den Schauplatz des Geschehens gebeten. Sie müssen davon überzeugt werden, dass Father nur mit vereinten Kräften aufgehalten werden kann. Ja, das werden wir doch machen. Go, go, go! Auf geht's! So. Schneller, 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 schneller. Go, 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 go. Ja. Mission starten. Ökobilanz. Werte fallen. Nein. Die Stadt. Ein einziges Schlachtfeld. Der Computervirus muss Fathers Sicherheitsroutinen völlig lahmgelegt haben. Sonst wäre es nie so weit gekommen. Es ruckelt dann ganz kleines bisschen. Die Lage ist wirklich ernst. Ich fürchte, SAAT ist auf die Mithilfe von Global Trust und der Eden Initiative angewiesen. Ihre Vertreter werden bald hier antreffen. Das sieht übel aus. So, so. Father, die unfehlbare Super-KI, ist also außer Kontrolle. Nun, das ist sicher bedauerlich, aber nicht das Problem von Global Trust. Arschgesicht. Wir wissen doch nicht einmal, wo Father ist. Aber in den Trümmern der Stadt liegen Verletzte, die unsere Hilfe brauchen. Ich kann keinem Phantom nachjagen, während hier noch Menschen in Gefahr sind. Okay, beide haben anscheinend was Besseres zu tun. Wobei die Eden... Ah, Mission 3, der Wahrheit auf der Spur. Wollte gerade noch sagen, wobei die Eden Initiative doch gar nicht so schlechte Sachen für uns als so machen möchte. Ui, wir Father haben... ist völlig außer Kontrolle. Miss Rodriguez und Mr. Thorne unterschätzen die Gefahr. Wir müssen einen Weg finden, ihnen das endlich klarzumachen. Ja... Ich habe auch schon einmal gehört von irgendjemandem. Sprechen Sie doch noch einmal mit den beiden. Es scheint, dass Sie Ihr Vertrauen genießen. Ja, vielleicht ja. Hört man ja auf Sie. Ja. Also ich habe schon von irgendjemandem mal gehört oder in irgendeinem YouTube-Kommentar mal gelesen, dass eigentlich die Mission einfach nur ein riesiges Tutorial ist. Und wir sind hier an den Punkt angekommen, wo... die Diplomatie erklärt wird. Das möchten wir auch uns angucken. Erst möchte ich aber nochmal einen Überblick bekommen. Wir haben wieder unsere normale Insel. Genau. Ich habe schon einige Zeit nicht mehr gespielt. Und schauen wir doch mal. Karriereleiter. Okay. 19 Geheimnisse, aber egal. Hier, Global Trust kontaktieren. Nur die Kurzfassung. Ich möchte Ich verstehe Professor Divis Aufregung.
Aber ihr übertreibt maßlos. Ja, wenn du und meinst. Seine entlaufene KI einzufangen, fällt nun wirklich nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Ja. Das glaubst du doch selber nicht. Was willst du? Ich möchte dich warnen. Sorry, aber die Eden Initiative wird höchstens Unterstützung beim Wiederaufbau von Core leisten. Solange es keine Beweise für einen geplanten Angriff von Vater gibt, konzentrieren wir uns lieber auf die wichtigen Dinge. Ja. Schön. Toll. Nun ja, sie haben es versucht. Aber wir brauchen überzeugendere Argumente. Vielleicht konnte ja Dr. Bartok schon etwas herausfinden. Wir haben hier noch ein paar unserer Schiffe stehen. Ui, und das sollte dringend mal repariert werden. In der Stadt gibt es keinen einzigen konkreten Hinweis darauf, was Father plant. Aber ich habe einen Notruf empfangen von einer Insel hier ganz in der Nähe. Wo denn? Hui. Cruisen wir doch mal da runter. Und lassen das Schiff in der Zeit mal reparieren. Wir haben immer noch eine positive Bilanz, aber immer noch wenig Geld. Sau wenig. Aber wir können ja jetzt wieder ein paar Häuselein bauen. So. Wobei ich glaube, das wird mit dem Getränk und Zeugs nicht so ganz mithalten. Oder? Naja. Solange mein Labor das Nötigste hat, was ich brauche, kann ich zumindest in Ruhe arbeiten. Ja, halt doch mal die Klappe. So, dann gucken wir doch mal, was mehr wir haben. So haben. Mayday, Mayday! Hier ist Lester von der Bradford-Mine. Unsere Energieversorgung ist ausgefallen. Wir benötigen ein Notfallteam. Over! Oh, die haben ein Atomkraftwerk. Dr. Bartok hat diese Posten aus der Quelle des Notsignals ermittelt. Wir müssen. Er spricht doch weiter. Sie leben. Ich habe befürchtet, wir wären die Einzigen. Wir müssen unsere Energieversorgung reaktivieren. Aber unsere Uranpellets wurden gestohlen. Ja. Ich kenne eine Möglichkeit, die tiefer gelegenen Uranvorkommen zu erschließen. Das ist. Ach. Wieso bricht er immer ab? Ja, jetzt muss ich wieder forschen. Aber wo habe ich es denn? Hier. Das ist zu teuer. Kann ich mir nicht leisten. Doof. Ja. Ich wäre ja voller Tatendrang, aber diese Stadt bremst mich irgendwie aus. Halt die Klappe. Schauen wir erstmal, dass wir ein gutes. Was wollte ich gerade sagen? Dass wir ein wenig mehr Kaffee bekommen. Dazu bauen wir einfach. Obwohl, das könnte sogar noch funktionieren. Nein, nicht genügend Baumaterial. Okay, es funktioniert nicht. Dann muss ich erst warten, bis ich wieder genügend Baumaterial habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Na? Ach stimmt, ich habe die ja alle stillgelegt. Ja, kein Wunder, dass da nichts kommt. Und die habe ich auch stillgelegt. Jetzt habe ich gleich wieder eine total negative Bilanz, oder? Nee, nicht mal. Tja. Dann forschen. Forschen, Quatsch. Lassen wir doch einfach mal ein wenig das so laufen. So. Und schneller. Oh, ich glaube, wir können wieder hier ausbauen. So.
Warnung. Produktion gestoppt. Ja, ja, ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Passt. Straße dazu. Gut, jetzt haben wir hier immer zwei auf, ja, eins auf eins. Und wir haben keinen Überschuss. Das heißt, ich brauche jetzt noch zwei Kaffeeplantagen. Zwei Kaffee, eine dort. Dann baue ich lieber als erstes die Straße, bevor ich... Ups, da fehlt eine Straße. Doch nicht. Aber das war jetzt eine Straße zu viel. Ah, zu viel rumgeklicke. Zack. Passt. Und dann da drüben noch eine mit Platz zum Uranfeld. Zum baldigen Uranfeld. Zack. Sehr schön. Ein bisschen ausbauen. Einmal Straße außenrum. Einmal Straße hierhin. Da kommen jetzt nämlich zwei von... denen hin. Eins, registriere Energieknappheit. Zwei. Und dann brauche ich noch. Warnung. Produktion gestoppt. Das hier. Und das passt natürlich da nicht mehr hin. Scheiße. Aber. Wie mache ich denn das? Wie quetsche ich das denn da noch rein? Ich kann das mal anreißen. Und als erstes das hier so hinbauen. Und dann das hier. Da reiße ich das nochmal ab. Ich weiß, ich hau jetzt gerade ein paar Sachen auf den Kopf, aber... ist mir egal. Nee, egal ist es mir nicht. Mache ich das einfach so. Und dahin. Gut. Jetzt haben wir eine negative Bilanz. Scheiße. Aber wir wirken gegen. Zack. Und zack. Und zack. Warnung. So. Produktion gestoppt. Schon haben wir wieder eine positive Bilanz. Mit genügend an... ja, wie heißt das? Funktionsdrinks. Ich bin heute irgendwie... stehe ich neben mir. Ein wenig. Und hier kann man eigentlich... eigentlich... noch eins, ja, ja, noch eins reinbauen. Und da ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ich mache mal ein wenig langsamer. Ich danke fürs Zusehen und ich sage ciao bis zur nächsten Folge von Let's Play Anno 2070.